Aber so wie das hier aussieht, gibt es da gar keinen großen Unterschied, weil auch Blix haben wir ja schon Level 25 gesehen. Wow! Auf Geier, nehmt Druck vom Bauch! Ich dachte gerade, das ist ein Wald, den man fangen kann. Schade, dass ich das nicht gemacht. War einfach nur so. Was machst du da echt? So, und dann trinke ich mal noch einen Schluck hier von meinem Getränke und wir hören die Männern zu, die hoffentlich gleich anfangen mit Singen. So. Ganz schön wieder mal hier. Ich bin so geil, wie der mich immer mehr nach hier treibt, obwohl er eigentlich nach da weht, aber okay. Was spielst du denn? Feuer! Nein! Ja! Laden noch nach, Sir! Erwarten Befehle! Ja! Juhu, das gibt wenigstens noch Rohstoffe. Ein Auto zu verreisen! Rohstoffen? So viel zu den Massen an Rohstoffen, die es gibt? Das ist eine Spalte, das ist so eine, das interessiert mich gar nicht, die Art von Schiff. Die Art und das Land interessiert mich nicht, also ist gleich doppelt unnötig. So, jetzt sehen wir mal hier rum. Warum singen die eigentlich nicht? Ich glaube, bei unserem Schiff steht Farbe, glaube ich, besser. Oder wirklich so ein, kennt ihr dieses richtig... Lack, Permutschwarz, also Permutschwarz ist glaube ich besser als Lackschwarz. So Permutschwarz ist richtig geil. Das hätte ich gerne als Schiffsflaggenfarbe. Und das Schiff sollte dazu dann nicht so dunkel, sondern vielleicht ein Stück heller sein. Das wäre dann glaube ich richtig cool. Und da sehen wir uns auf dem Schiff. Jetzt bräuchte ich allerdings gleich mal ja einen Anhaltspunkt, wo denn die Quest stattfindet. Momentan haben wir nämlich gar keine, sehe ich gerade. Außer diesen Walfang. Hai. Haifischwalfangs. Was ist denn hier? Was ist das hier in Auftrag? Wo bin ich denn hier? Segelreffen raus aus der Höhe! Moment, das muss ich mal jetzt reingucken, weil das... Was ist das für ein Dorf hier? Natürlich springt er noch einen Meter davon ins Wasser rein. Das war also ziemlich klar. Grand Canyon, Taverne, Aussichtspunkt, Assassin. Okay. Ach, moin, Alter, es geht. Ja, ja, das ist... Ich bin auf Durchreise. Verkaufen. Wenn Zucker verkaufen wieder. Ich glaube, wenn wir mal ordentlich horten würden eine Weile, würden wir da richtig Kohle machen. Das Problem an der Sache ist, ich glaube, man kann nur eine gewisse Anzahl retten. Da war was irgendwie. Und kaufen tun wir Ejector Upgrades die Stärke der Drehbasen. Bestätigen. So, okay, das war's auch schon. Warte mal. Konnte ich hier Munition kaufen gerade? Das Wetter passt aber auch gut zu dem Schiff irgendwie. Excellent. Ja, würdest du mich bitte nicht so lange im Regen stehen lassen und nochmal reden lassen? Ich habe das Gefühl, ich kann ja nicht nur für mich, sondern auch für mein Schiff Munition kaufen. Kaufen? Munition? Mörsergeschosse. Füllen. Oh! Das kostet nicht mal viel. LOL! Welcome to the... Okay, was haben wir hier noch so? Das ist ein Aussichtspunkt, den ich mir gleich mal als erstes holen sollte, glaube ich, damit ich alles sehe. Was auch geil gemacht, so eine Stadt aufblanken. Huch, eine Shanty! Ja, nee, bleib auf dem Sand. Ach, bleib mal sitzen, bitte. Ist gar nicht so, dass wir gerade eine Shandy gejagt haben. Bleib einfach auf diesem winzigen, unbedeutenden Baumstumpf sitzen und erfreue dich deines Lebens. Ich möchte dich da nicht irgendwie stören oder so. Ist nicht so, dass ich das Let's Play gerne
produktiv in die Länge treiben würde und ach, was du noch erwarten willst, passt schon. Du erklärst ja den Zuschauer, warum wir nichts schaffen, gell, Kenway? Das macht gut. Es ist ein Traum hier. Moment, wo ist dieses Aussichtspunkt gegen jetzt? Ich glaube, auf dem Baum saß ich sogar gerade. Könnte eventuell sein. Nee, aber es war in der Nähe. Ach, hier dieser kleine Punkt da. Was? So, und rüber mit uns. Ich glaube, so geht es nicht. So, und jetzt hier rum und jetzt kann ich drauf. Okay, sehr schön. Und jetzt kann ich an der Wand hier hoch und dann sind wir doch gleich oben. Und hier so. Und oh, der Regen hat aufgehört. Wir sehen also alles bei klarster, vollster, schönster, bester und ordentlichster Sicht. Und es ist echt ein kleines nettes Dörfchen hier so auf Stelzen erbaut. Auch wenn ich bei einigen aus Dingen mir denke, gut, ich glaube nicht, dass das hält, aber okay. Und warum haben wir hier einen Assassinenauftrag? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach so einer, ach so. Auftrag annehmen, Zwillingsdilemma. Die Thompson-Brüder, bekannte Schmuggler oder Templer, besuchen die Cayman-Inseln, um ein lukratives Geschäft abzuschließen. Finde sie und setzt ihren Intrigen ein Ende. Natürlich. Wir müssen auch nicht schleichen, das ist auch gut. Hä? Habe ich noch zu viele Quests oder was? Dann mache ich erst meine Quests und kann mir halt keine neuen Quests leisten, um den Unterhalt meiner Familie zu sichern. Ich wäre ein schlechter Schauspieler, ich wäre wirklich ein grottiger Schauspieler. Muss ich einfach mal so sagen. So, ist jetzt hier, hier müsste theoretisch jetzt nur die andere Truhe sein. Er versteckt den hier in der Truhe, weil mein Gott, Leute, er steht hier in der Truhe rein, warum stellt sich die keiner ins Haus? Ich meine, das wäre doch viel logischer, wenn es einige reiche Leute gäbe, die hätten in ihrem Haus dann so einen Schrank stehen und in dem Schrank oder vielleicht auch auf dem Fußboden, ist ja scheißegal, steht eine Truhe. Und da geht man dann hin in das Haus rein und klaut sich die aus dem Haus raus. Was ist daran so unlogisch? Wäre es zu kompliziert, die Häuser für den Besuch offen zu machen, wäre es da vielleicht noch versteckte Items zu platzieren. Ich meine, das wäre so ein Feature, das würde Assassin's Creed um einiges erweitern. Wenn einfach jemand auf die Idee käme, hey komm, wir machen die Häuser jetzt auch open und hauen da noch ein paar Special Items rein, die man finden kann. Vielleicht wie irgendwelche Pistolen, dass man die Pistolen nicht mehr kauft, sondern dass man die Pistolen auch finden muss und so. Und dass man dafür die anderen Dinge etwas verteuert oder vielleicht noch ganz andere Dinge reinpackt. Wie zum Beispiel, was weiß ich. Oder dass man Special Outfits findet dann in den Häusern. Das kann man natürlich alles machen. Jetzt ist da hinten die Shanty. Oder Shanty. Und ich versuche mir die jetzt mal zu holen. Yeah, habe ich gleich gekriegt. So gefällt mir das. So. Bäh! Das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich zu dem Waffentypen da gehen mal. So. Wie bitte? Ich verstehe sie ganz schlecht, wenn sie in Chines... Oh, Alter, wenn du dich gleich mal ordentlich läufst, das geht ja gar nicht, ey. Wo ist denn der Waffenhändler hier? So, kein Wunder, dass sie so arm sind, wenn sich hier keiner zurechtfindet. So, kaufen. Schwerzhals, Jagdbeute kaufen, Jagdbeute kaufen. Genau das.
Und keiner gesehen. Nein, hat keiner gesehen. Lalalala, Herstellung. Wir sind jetzt Upgrade 4. Bestätigen. Nein, das hat keiner gesehen. My thanks. Arrivederci. Ist nur im Herstellungsmenü verfügbar? Hä? Ernsthaft? Heißt das, ich muss es noch extra herstellen oder was? Nee, ich hab sie. Im Besitz 0. Aber ich hab's doch gerade. Hä? Ach, erworben und im Besitz habe ich 0 Knochen. Ach so. Wurde für Pistolenmunition 2. Okay, das war's dann aber auch schon mal hier. Und wir gehen mal. Was haben wir denn noch so alles? Du Scheiße. Hier ist wieder einmal alles vertreten. Da hinten sehe ich schon. Und wir schwingen unseren Pops mal dahin. Und tut das gut, dass das Dorf nur so klein ist, sonst wäre das wieder so eine Sache, die Ewigkeit dauern würde. Da habe ich auch schon die Kiste gefunden. 5 von 6 Truhen, das heißt, das geht auch ganz schnell. Nicht, die gehe ich hier hoch. Die Frage, wo das andere Animus-Fragment ist. Müsste theoretisch irgendwie hier sein. Und wir haben 2 von 3 Animus-Fragmente gefunden. Das geht ja echt ziemlich einfach. Was ist das ja eigentlich? Piraten anheuern. Ach, Bekanntheitsgrad verringern. Ah, ist da. Wo ist die... Ja, komm. Du willst mich... Ja, ich hab dich auch gern. Die Kiste am anderen Ende des Dorfes. Ach, 100 Meter. Das sah viel besser aus. Oh, die Mucke gerade, voll geil. Ich frage mich aber ganz ehrlich, warum die Leute hier unter ihren Füßen diese Kisten vergraben. Da kann doch einer wirklich einfach mal durch hier unten lang gehen. Das rafft keiner und dann, weiß nicht, alle Kisten leer. Hier ist natürlich geil, wenn er sie noch hinter den Bäumen versteckt hätte, wäre das ein ideales Ding gewesen. So, okay, wie der mal auftritt und dann das ganze Gold liegen lässt. Der nimmt sich einfach 311 Gold raus und lässt den Rest drin liegen. Gut, kann natürlich sein, dass er einfach den Armen ein bisschen helfen möchte, deswegen sich immer nur so 10% oder so rausnimmt. Wenn überhaupt, vielleicht nimmt sich auch nur 1% raus, wenn er richtig nobel ist. Kann man natürlich alles verstehen beim Edward. Hier gibt es frischen Fisch, auf Blättern serviert. Also zum Kaufen serviert. Und hier geht es zum letzten Fragment, glaube ich, hoffe ich. Letztes Fragment, Fragezeichen? Da ist... Ah, da hinten ist es schon. So. Und da haben wir uns das letzte Fragment. Und begeben uns... Muss das nicht gewesen sein? Ach, weil wir das Quest noch nicht gemacht haben, weil wir es nicht annehmen können. Okay. Dann tue ich natürlich erstmal die 2 Spricks besiegen und bekomme dann später irgendwann mal her. Vor im Let's Play oder nach dem Let's Play, weiß ich ja nicht. Wie gesagt, die werden wahrscheinlich. Alter, geh da hoch. Geht. Alter. Kenway! Der verarscht mich, merkt ihr das? Dann schon mal gemächlich zum Boot. Gehst dich hier hoch. Ja, geht nicht mehr auf sein eigenes Schiff. Finde ich gut. Schaffen wir es heute noch? Ja, wow!
Boah, ist das? Was geht denn jetzt ab? Wow. Was, wie viel hat es dabei? Ich dachte gerade 10.000. Ja, dann hätte ich mir aber auch nichts gegönnt. Ach hier, die greifen die kleinen Schiffe, alles klar. Fair Battle und so. Wo ist denn jetzt... ich kann ja immer noch nicht. Ich muss ja immer noch diese Typen platt machen. Oh, wie es mich anregt. Kann ich nicht irgendwo Legende schwenken, zoomen, zentrieren? Oh. Nee, ist immer noch selber. Abstrakte Herausforderung, Nachladen, Fortschrittsanzeige. Weil ich muss anscheinend wirklich jetzt erstmal zwei spanische Schiffe finden. Da bin ich ja echt begeistert. Dankeschön, liebes Spiel. Ihr habt auch ein Problem mit den zwei kleinen hier.